Grubenhöhle entdeckt. Flammenwerfer mit Schild testen. Habe ich ein Schild über? Warte. Dann muss ich erst einen Flammenwerfer hinlegen. Alter, wie lang das Menü. Ich möchte auch irgendwie einen Kochtopf an meinem Schild haben. Ich weiß nicht. Einfach geil. Es ist so cool. Okay, das Spiel wird mir jetzt gerade erklären, dass ich... Wieso nicht? Wenn ich jetzt einen Leuchtsamen werfe, hat das den gleichen Effekt wie ein Pfeil. Auch cool. Wer ihn unvorbereitet erklimmen will, verliert rasch an Körperkraft. Ja, sag mir mal bitte den Kälteschutz. Hast du ein Rezept? Wärmende Speisen. Ist hier nichts, das den Körper kühlt? Da wäre ich auch wahnsinnig. Okay, anscheinend muss ich einfach irgendwas mit Chili zusammenwerfen. Ups. Einfach mal eine Chili pur essen, hau rein. Könnte ich nicht. Jetzt wurde da Kochobst draus. Hallo. Kälteschutz, 12 Minuten 30. Let's go. Danke. Du hast Ausdauerpilz benutzt. Ich kenne die Kochregeln bei Zelda nicht mehr. Ich kannte die mal. So, warte mal. Aber was ist denn da? Da oben war, glaube ich, der Tempel, ne? Was mit Linksarm spielt der Cyberpunk? Linksarm ist am Anfang des Spiels von Miasma zerfressen worden. Und daraufhin hat Rauru ihm seinen rechten Arm gegeben, damit Link überlebt. Ich will da wieder rüber. Wollte ich nicht. Ich wollte hier nichts in Brand stecken, tut mir leid. Das Effekte nicht mischen, okay. Aber vielleicht wäre es in dem Spiel ja neu gewesen, dass man vielleicht ein Ausdauer-Wärme-Essen kochen kann. Somit habe ich es getestet. Nein, geht nicht. Ja, also es hat diese, wenn du Breath of the Wild gespielt hast, es hat die gleichen Ruckler zwischendrin. Aber roundabout würde ich behaupten, die Ladezeiten sind kürzer, wenn du in so einen Schrein gehst. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen was gemacht haben, dass es ein bisschen besser läuft. Aber es ist im Grunde eine Breath of the Wild Performance. Jetzt sind die Haken nicht mehr hier.
Kommen safe noch Updates, haben sie bei Breath of the Wild auch gesagt. Der Wald der Crocs ruckelt bis heute. Wir haben Breath of the Wild vor 2 Wochen erst gespielt. Der Wald der Crocs war immer noch eine Katastrophe. Also da wurde nichts gepatcht. Also gar nichts. Ich weiß aber, was ich machen könnte. Ich habe jetzt zwar keine Haken mehr. Kannst du einfach hochlaufen, bestimmt, aber es wäre ja langweilig. Ich mache jetzt einfach einen langen Zug, der einfach über die Lücke drüber fährt. Ah nee, wird nicht gehen. Oder? Wenn er lang genug ist, wird's gehen. Jetzt testet. Es müssen ja nur hinten mehr Waggons sein als vorne. Also während er übers Loch fährt, muss hinten immer noch mehr Waggons sein als vorne, damit er nicht nach vorne umkippt. Ja, so 3 bis 4. Mach ab! Ist nicht schön, aber funktioniert bestimmt. Ob ein Ventilator da reicht? Tim Taylor würde sagen, nö. Fährt. Das wird so in die Hose gehen. Haben wir noch einen? Nee, ne? Okay, vielleicht haben wir... Wir haben zu wenig Power. Scheiße. Moment. Mehr Power. Oh nein! Warte auf mich! Bleib hier! Oh nein. Oh, wieso fährst du denn los? Wieso ging der andere Ventilator jetzt auch an? Ah! Bleib hier. Danke. Brauche nämlich noch mehr Power. So. Es wird nicht gut gehen. Let's go! Okay, das ist doof. Dann anders. Der bleibt leider hängen an der Kante. Das kann jetzt daran liegen, weil der nicht so sauber zusammengebaut ist. Ich muss den mal eben schöner bauen. Warte. Bleibt mal alle schön zusammen. So. Den lösen wir auch nochmal. So, jetzt schieben die sich nämlich alle schön aneinander. Und wenn man jetzt... Ja. 1A Schweißnaht, muss man ja mal sagen. So, bitte... Bitte runter. Man kann Sachen anfassen, die
unter einem sind. Okay, das, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, sobald ich draufstehe, geht das nicht. Was man noch machen könnte, ich könnte da hinten so ein Brett holen und hier dran machen. Jetzt sind die ordentlich zusammen. Jetzt sind die nicht mehr krumm und schief. Wir können es jetzt nochmal versuchen. Ne, die bleiben da hängen, da vorne. Oh, es klappt aber. Oh, geil. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Guck mal, nur weil die gerade krumm und schief aneinander geschweißt waren oder geklebt waren, hat das nicht funktioniert. Jetzt ging es. Voll nice. Rakete, ja, habe ich auch überlegt. Hier wäre ein Haken gewesen. Physik studiert, ist so. Und der ganze Aufwand, Stunden an Arbeit. Jetzt wisst ihr, warum wir so lange dieses Spiel spielen werden. Weil wir ständig Züge bauen werden. Und irgendwann auch Raketen. Ein uralter Arowana. Sind wir Monster Hunter? So, dann gehen wir jetzt durch die Höhle. Alter, der Flammenwerfer auf meinem Rücken, ne? Fresst meinen Flammenwerfer. Nimm meinen Flammenwerfer. Vor allem ist das ja eine Waffe, die nie kaputt geht, theoretisch, oder? Solange ich Batterien habe, kann ich damit Feuer spucken. Look who's there. Ich habe auch keinen Gleiter, das triggert mich ein bisschen. Wo ist er? Brenn in der Hölle. Okay, für irgendwas ist das. Das wird auch gezählt da oben rechts. Zwei. Das sind keine normalen Items. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich dachte, da wäre ein Pfeil. Okay, hier ist kalt, ja. Ich merk's. Ach, verdammt, ich wollte mir die Vögel abschießen. Oh nein, ich sehe Krog-Dinge. Zumindest tiefer Schnee, wir laufen hier langsamer. Mann, wenn man sich einmal so schief dreht, ist das echt dumm.
Ich warte noch auf den Plot-Twist, dass das Spiel das Save-File von Breath of the Wild ausliest und dann rausliest, wie viele Krogsamen du in Breath of the Wild hast. Und du dann hier einfach auch noch die 900 aus dem ersten Teil sammeln musst. Was natürlich nicht geht, aber es wäre fucking lustig. Damit du irgendwie am Ende des Spiels insgesamt 1000 hast. Was ist das? Kann ich damit fliegen? Was ist das? Muss ich, ist das, das ist eine, pass auf. Mein Kinderhirn sagt mir jetzt, das ist eine Pusteblume, ein Löwenzahn. Und jetzt? Was macht man damit? Darauf reagiert das nicht mehr. Ich kann das einmal hochwedeln und dann... Untersuchen. Das stand untersuchen. Aber... Was? Okay. Der war weird. Ach Scheiße, ich habe vergessen, dass sie explodieren. Kann ich mir mit eisigem Schleimgelee jetzt Eispfeile machen? Sind die Slimes wirklich mal nützlich? Hi. Genau das wollte ich. Die Krieger und Elite-Konstrukte haben den Garten der Zeit über die Jahrhunderte treu beschützt, wie ich sehe. Es tut mir äußerst leid, dass sie nun dir zur Gefahr geworden sind. Doch um unser Land vor Eindringlingen zu beschützen, benötigen wir die Wächter wie diese. Oh, wow. Endlich kann man in Zelda mit Pfeilen rumschießen, wie man Bock hat, weil man immer Pfeile kriegt. Zumindest gerade noch. Ich warte immer noch auf den Moment, wo das Spiel mich backstabt und dann man keinen einzigen Pfeil mehr kriegt. Oder ich mir den auch noch hinterher selber zusammenbauen muss. Den Pfeil. Oh, der ist anstrengend. Aber wir können an denen mal testen, ob wir uns Eispfeile machen können jetzt damit. Ja, können wir. Und mir gefällt es. Was wir jetzt auch noch ausprobieren können ist... Brennt in der Hölle. Oh. Ich habe aus dem Eisgelee Rotes gemacht. Wie smart. Meine Lore brennt. Der Schild nutzt sich doch ab. Oh, Flammenkeule. Tschüss, Ast.
Nice. Nice. Okay, gefällt mir auch. Bomben. Okay. Ganz schön stressig, aber du hast irgendwie Items, die man will, habe ich das Gefühl. Hallo, Reidak. Du hast gesehen, dass man die Waffen im Inventar wieder trennen kann. Ah, okay, danke. Donnerblume. Oh, man pflückt die Bomben jetzt von der Pflanze. Okay. Ich hatte gerade kurz Flashbacks zu Wind Waker, wo man diese Bomben auch gepflückt hat, die aber dann sofort aktiv waren und man die dann halt auch schnell wieder wegwerfen musste. Aber wenn ich die jetzt im Inventar habe... Okay, dann baue ich mir so also Bombenpfeile. Ich sammle diese Bomben. Donnerblumen sind ja keine Bomben, sind Donnerblumen. Pack die auf den Pfeil, hab Donnerpfeile. Donnerpfeile. Bombenpfeile. Okay. Das klingt doch schon mal nice. Bin gespannt, was die nächste Fähigkeit ist, die wir kriegen. Was ist das? Hast du Hunger? Stimmt, das sind Raubschleime. Aber in riesig. Ach scheiße, wenn man da zu langsam ist, ist es ätzend. Ja, jetzt habe ich den Bogen kaputt. Das dauert natürlich noch länger. Geil. Hm, was mache ich jetzt mit dir? Kann ich einen Flammenwerfer an den Pfeil machen? Ja. Und anscheinend haben die eine Kiste drin. Raubschleimstein. Ein seltsamer runder Stein, der aus diesem Körper... aus dem Körper eines Raubsteins stammt. Diese kristallisierte Flüssigkeit ist dafür bekannt, dass sie sich aus ihr gut Medizin herstellen lässt. Okay. Ich freue mich schon, wenn ich einen Gleiter habe. Irgendwas, was mich irgendwie... Warum wird Reidak geslappt? Wieso hat er das verdient? So. Noch einer. Was ist das? Da ist eine synthetisierte Waffe, glaube ich. Flammenschild. Okay, die wollen wir sagen. Lachgucke hat gerade seine Punkte entdeckt. So.
immer Angst, dass NSFW-Waifus kommen, ne? Aber das ist eigentlich aus. Also Feuer, Feuerschild gefällt mir schon sehr. Brauche Schneeschuhe. Wo hat Link eigentlich seine Ausrüstung aus Teil 1? Am Anfang hat er noch volle Herzen gehabt. Wo ist Ausrüstung? Wo sind Schneeschuhe? Wo ist die Eiskleidung? Wo hat er das alles? Wieso müssen die nach einem Abenteuer immer alles sofort wegwerfen? Ach, Gurke reicht jetzt auch. Ja, aber dass du damit lange nicht mehr rumgespielt hast, berechtigt dich nicht, jetzt alles rauszuknallen. So. Da kann ich nicht hochklettern, das ist Eis, ne? Ja. Aber da kann ich hochklettern. Ach du Scheiße. Aua! Okay, das hat mehr wehgetan als gedacht. Auf einmal tun die weh. Also die haben vorher schon wehgetan, aber nicht so. War ich voll? Nee, ne? Lachgucke, ich meine das ernst. Sonst mache ich die aus. Wenn du da jetzt meinst, alle deine Punkte gleichzeitig raushauen zu müssen. Ja, die Cam war gut. Aber sie wäre besser gewesen, wenn du vorher nicht 80 Sachen gemacht hättest. So. Ich habe keinen Kälteschutz mehr. Hilfe! Da! Ah. Hau mich! Gerade weil der. Also. Die Dodge-Time, die man hat, ist immer noch unberechenbar in Zelda. Ja. Quasi fast genauso gedodged wie vorhin.
Aber jetzt hat's gezählt. Okay. Manchmal springst du 5 Sekunden früher und diese Zeitlupe geht an. Manchmal springst du kurz vorm Angriff und sie geht nicht an. Okay, mir ist kalt. Das ist nicht gut. Ich habe kein Hitzeessen. Aber wir haben ja einen Reisetopf. Der ist sogar schon beheizt. Rein damit. Sehr schön. Oh, der Reisetopf ist auch nur für einmal kochen da. Okay, krass. Da müssen wir hin. Die Wand ist zu glatt zum Hochklettern hier. Muss ich mir jetzt was bauen, um da hochzukommen? Aber was? Ist es Zeit für unser erstes Fluggerät? Wie viele Ventilatoren habe ich? 8. Okay. Ich brauche 4. In meinem Kopf brauche ich 4. Kann ich dazu sagen. Nicht schön, aber einzigartig. So wie ich. So. Nee, Moment, das muss ja drunter. Ich habe gerade überlegt. Nee, die funktionieren ja anders. Das muss drunter. So, warte. Ich war gerade bei den Octorok-Ballons, aber das ist ja komplett falsch. Das ist ja jetzt andersrum. So rum muss das. Im Leben nicht funktionieren. Wie kriege ich die an? Vielleicht noch ein bisschen anders. Er hat sich doch wieder anders drauf. Egal, wir testen erstmal, ob das überhaupt funktionieren würde. Nein. Jetzt die Frage. Würde es mit 8 funktionieren?
Was ist, wenn wir einen Ast weniger nehmen? Bewegt sich dann was? Ist jetzt erstmal egal, wie die dranhängen. Erstmal gucken, ob sich da überhaupt was tun würde. Ich glaube, die sind zu schwach. Die sind zu schwach, um was hochzuheben. Schade. Wie komme ich denn da hoch? Ich könnte mir aus sehr vielen Bäumen eine Brücke nach oben bauen. Indem ich einfach so mache. Ich glaube aber nicht, dass das der Weg ist, den man einschlagen soll hier. Obwohl hier schon sehr viele Bäume sind. Ich habe keine... Also die Ventilatoren sind schon mal nicht genug Düse. Ah, ich habe noch eine Schwertaxt. Easy. Das ist ein sehr krummer Baum hier. Come on, das kannst du mir nicht antun. Ich war doch oben. Das ist übrigens ein geiler Kleber, den die benutzen. Den hätte ich auch gern. Oh Gott. Jetzt warten. Okay, ich bin oben. Das ist nicht der Weg, den man nehmen sollte. Aber es ist mein Weg. Dafür liebe ich Zelda. Zumindest Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Da will ich auch gleich hin. Ich will überall hin. Wir sind erst noch auf dem Tutorial-Plateau-Chat. Wir spielen schon fucking 3 Stunden und wir sind auf dem Tutorial-Plateau. Weil ich da einfach nur rumdörfe. Ich glaube, der Flammenwerfer hat nicht genug Power, um als Rakete zu dienen. Den optischen Effekt bringt er, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass er die Power bringt. Ah. Wow. Mein Paket wurde wieder beim Nachbarn abgegeben. Es hat hier nicht geklingelt, möchte ich anmerken. Und wie ihr seht, bin ich ja wohl anscheinend zu Hause, oder? Deckensprung. Diese Fähigkeit ermöglicht es dir, zur Decke nach oben zu springen, um diese dann zu durchstoßen. Okay. Es erlaubt dir, die Decke über dir zu durchdringen. Aber nur Decken? Gutanbaji-Schrein.
What? What? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann durch einen Block, aber durch vier? Die Musik ist awesome in dem Teil. Ah, warte mal. Hä, wie geil ist denn die Animation? Insane. Lass mich raten, weil ich die Plattform jetzt runterlasse, ist das eine Decke über meinem Kopf und jetzt kann ich da hoch. Geil. Geil. Geile Fähigkeiten, die wir bisher haben. Fährst du rüber? Gibt das jetzt, das ist immer das Gleiche. Und uns fehlen, glaube ich, noch zwei Fähigkeiten, ne? Habe ich richtig gesehen, dass wir noch zwei Slots haben? Scheint sie verlorenen Fähigkeiten des Arms zurückerlangt zu haben. Die Pforten des Tempels der Zeit sollte sich nun für dich auftun. Oh, wir kommen endlich vom Tutorialberg runter, Chat. Das wird kalt, aber let's go! Oh, ich dachte, er springt. Ich springe jetzt trotzdem. Ha, ha. Okay, das ging schneller als gedacht, okay. Das war schneller Schmerz. Eieiei. Wir haben doch Kälteschutz. Ach, ich wollte da hoch, ne? Guck mal, gut, dass ich noch gestorben bin. Eigentlich wollte ich ja hier hoch. Ich warte auf die erste Decke, wo ich dagegen klatsche. Wo ich einfach nur dagegen geballert werde und mir voll den Kopf stoße. Es gibt sie safe. Ach, eine Winterhose. Guckst du an? Da ist eine Kapselmaschine. Und da ist eine Plattform, eine Schwebelplattform, damit wir da hochkommen. Aber guck mal, das ist voll geil. Oh, wie komme ich denn da hoch? Hm, klettern ist aber doof. Wie geil.
Gacha. Das ist was Neues bei den Segeln. Ein Gleiter ist ein Bauteil. Eieiei. Aber Moment, Gleiter heißt auch, ich kann den irgendwo dran bauen und damit fliegen. Ach guck mal, wir haben sogar 1, 2, 3, 4 Slots noch frei. So, jetzt werde ich nämlich, guck mal, ich mache mir jetzt die Plattform über den Kopf und gehe einfach durch. So nämlich, Freunde. Wie geil ist das? Dass der Gleiter ein Bauteil ist. Oh lol. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Das heißt, ich habe nicht immer einen Gleiter. Ist das ein Gleiter? Oh, wenn das ein Gleiter ist, ist der... Warte kurz. Oh, das ist ein Gleiter. Okay, dann ist der anders, als ich es mir vorgestellt habe. Kann ich Gleiter an Gleiter an Gleiter kleben? Und einen Riesengleiter bauen? Was ist hier? Warum sind hier so... Lines? Ah, da steht Dings. Mit dem muss ich noch reden. Ready to take off. Dank dieser Bauteile konnten wir unsere Zivilisation aufbauen und wurden mächtiger als je zuvor. Ah. Wenn du diese Technologie klug einzusetzen verstehst, steht auch dir eine gewaltige Macht zur Verfügung. Tu. Ich glaube, ich werde da noch viel Spaß mit haben. Mach ab! Da sind Füße, da soll man draufstehen. Was ist, wenn ich hier noch einen Ventilator dran mache? Weiß ich, habe den Gleiter nicht mal normal benutzt, aber direkt erstmal umbauen. Direkt Tuning. Das ist, glaube ich, sogar so gedacht. Der Ventilator, der ploppt. Den einen habe ich falsch rum gemacht, by the way. Der hier. Komm bitte erst hier hin. Nicht runterfallen jetzt. Jetzt noch Hex-Spoiler und Neonlicht unten dran. Bleib hier. Danke. Ich drücke immer die falsche Schultertaste. Ich weiß nicht warum. Hex-Spoiler wollt ihr? Mit Neonlicht? Warte. Ich hab da was für euch. Linkos Customs hat da was für euch.
So, gerade ausrichten jetzt. Wichtig. Und Start. Ist das geil? Außer die Batterie ist leer. Dann ist nicht mehr so geil. Wie geil ist das bitte? Oh oh. Wie awesome ist das? Oh. Link ist zu fett. Ich verstehe, wir befinden uns hier hoch oben in der Luft. Wie du vom Dienerkonstrukt gehört hast, ist dies der Garten der Zeit, wo die Riten unseres Reiches durchgeführt wurden. Seinerzeit befand er sich wohlgemerkt auf der Erdoberfläche. Als wenn das an den drei Luftdingern und den Flammenwerfer liegt, dass das so viel braucht. Nein. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Ich möchte da eben kurz rüberfliegen. Gut, hat nicht funktioniert. Muss kurz warten, bis die Batterie leer ist. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Oh Gott, ich werde sterben. Nein! Oh. Zum Glück... Er liegt leider falsch rum. But wait. Wir versuchen mal was. Wie geil. Es ist einfach auch ein Schiff. Es ist so toll. Tears of the Kingdom ist einfach noch schöner als Breath of the Wild, weil du einfach, weiß ich nicht, du erkundest noch, du entdeckst noch mehr, du kannst noch mehr rumspielen. Bisher. Vielleicht ebbt das auch ab und nur der Anfang ist so lustig und toll. Aber dann ist es ein schöner Anfang. Chaos mit den Sachen bauen. Ja, das wird wild.